meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zur Ebru's Beauty Lounge. Ich weiß nicht, wenn ich nicht anfangen soll, also entschuldigt bitte. Ich habe das Gefühl, der Sommer geht irgendwie nicht oder fängt gar nicht irgendwie an oder ist es schon vorbei. Und es kotzt mich eigentlich so richtig, richtig an, weil ich habe irgendwie keine Gelegenheit, meine geliebten Sonnenbrillen zu tragen. Ich bin so ein Sonnenbrillenfreak. Ich habe noch nicht viel in der Sammlung, aber ich zeige euch heute, was ich habe, weil es gibt immer einige, die ständig nach meinen Sonnenbrillen fragen und ich dachte, ich mache jetzt einfach mal ein Video dazu. Ich habe letztens ein Foto getwittert und dieses Foto hat es einfach auf den Punkt gebracht und ich zeige es euch einmal und ich habe einfach nur gedacht, es kann einfach nicht wahr sein, wie kann ein Bild nur, ja, schaut euch dieses Bild an. Diese Jahreszeiten in Deutschland, ich habe dieses Gefühl, dass es wirklich immer nur so aussieht. Ich will nichts gegen Deutschland sagen, ich liebe Deutschland, nur diese Jahreszeiten, ich habe immer nicht das Gefühl, dass man das so ausleben kann, wie es eigentlich sein sollte. Versteht ihr, was ich meine? Und das nervt mich so ein bisschen. Ich kann mich eigentlich gar nicht mehr daran erinnern, wann wir mal so richtig schön einen richtig tollen Sommer gehabt haben. Vielleicht mal so 2 Wochen oder so und dann war es schon wieder vorbei und das nervt mich ein bisschen. Naja, ich weiß nicht, wie es euch ergeht. Was macht ihr da? Sagt ihr wirklich, ey, es ist scheiße und verreist? Oder, ja, wobei das Verreisen bringt ja auch nichts. Also, naja, ich zeige euch trotzdem meine Sonnenbrillen. Also, ich habe eigentlich 5, aber die 5. finde ich irgendwie nicht. Und deswegen zeige ich euch erstmal nur 4. Ja, die ist jetzt ein bisschen dreckig, entschuldigt. Ich hatte kein Saubermachtuch. Diese Mikrofon... Ah, warte mal. Muss alles drin sein? Nein. Ich setze sie einfach mal auf und zeige euch gleich mal das Modell. Also, das ist eine Ray-Ban-Brille. Ich weiß nicht, ob es dieses Modell noch gibt. Und zwar ist das der Modell, das Modell... Ja. Es gibt verschiedene Größen, also da solltet ihr vorsichtig sein. Ihr wisst, ich habe ein bisschen ein größeres Gesicht und dementsprechend brauche ich auch eine größere Brille. Also, wenn ich sie aufsetze, dann sieht sie so aus. Ziemlich, ich sehe nichts, voll geschmiert. Sie sieht ziemlich big und die ist ein bisschen hier so geschwungen und sie sieht, ich finde, sie sieht gut aus. Ich war beim Optiker, ich habe mal ganz, ganz viele verschiedene Ray-Ban-Brillen anprobiert. Ich hoffe, ich habe sie jetzt noch auf dem iPhone drauf. Ich weiß natürlich nicht, welche Modelle das waren. Ich zeige euch die nochmal am Ende. Und die Frau meinte, Mensch, Ebru, du hast ja ein richtiges, Brillengesicht. Und ich so, aha, cool. Also sie sagte, eigentlich ist es im Grunde genommen so, du kannst, egal welche Brille du aufsetzt, es sieht immer gut aus. Dann war ich bei TK Maxx und bei TK Maxx ist es ja so, da sind echt manchmal richtig geile Angebote. Und dann musst du halt einmal ein bisschen gucken. Da habe ich eine Brille gefunden, die ist von Guess. Guess. Da steht leider kein Modellname. Doch. Das ist das Modell. Könnt ihr euch einmal abschreiben. Und ich setze sie euch einmal auf. Also die ist noch größer als... Also die ist schon ziemlich groß. Und ich finde auch, sie ist zu groß für mein Gesicht. Und so sieht sie aus, wenn ich sie aufhabe. Too big? Ja, naja. Also die trage ich auch ziemlich selten, muss ich sagen. Weil sie mir irgendwie nicht mehr gefällt. Ich habe das Gefühl, ich habe ein bisschen abgenommen. Und seitdem passt sie nicht mehr so richtig. Also die trage ich relativ selten. Dann wieder TK Maxx. Es war sogar am selben Tag. Habe ich mir eine Brille gekauft von Juicy Couture. Und das ist der Modellname. Oder da steht da in dem Ding da drin. Und ich finde, die hat so ein bisschen was aus den 70ern. Also finde ich, wenn ich sie aufsetze, dann ist es so ein bisschen so heuschreckenmäßig. Und so sieht die von der Seite aus. Und die gefällt mir richtig gut. Also auch wieder so groß, aber... die ist halt so eckig und nicht so, ja, halt ein anderes Modell. Und die gefällt mir wirklich richtig, richtig gut. Und ich weiß jetzt nicht, ob man die noch irgendwo kriegen kann. Das allerdings, was mich dann halt stört, ist so, das ist so ein bisschen klapprig. Also ich finde, ganz ehrlich, es kommt, an eine Ray-Ban-Brille kommt einfach nichts dran. So, dann habe ich noch eine Ray-Ban-Brille. Und zwar ist das das Modell, tja, Cockpit. Das ist meine Größe. Ich weiß nicht, ob man es erkennt, weil es ist doch ziemlich klein hier an dem Ding geschrieben. Und
Das ist die Brille, die ich in der Türkei auf hatte, auf diesem Bild hier. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnern könnt. Die war am Anfang zu klein, aber jetzt mittlerweile, finde ich, passt sie schon ganz gut. Und mitgeliefert, also wenn ihr die bestellen solltet oder ich würde immer zum Optiker gehen, muss ich ehrlich sagen, kriegt ihr auch immer so ein Etui mit dabei und da solltet ihr sie dann auch drinne verwahren. Ja, ich wünschte, ich hätte noch mehr Brillen zum Zeigen gehabt. Habe ich leider nicht. Und ja, ich hoffe, dieses kleine Video hat euch trotzdem gefallen, denn so hattet ihr mal einen Einblick, welche Modelle das sind und wen es gefällt, der kann die Modelle gerne nachkaufen. Wie gesagt, ihr müsst halt immer nur darauf achten, dass ihr darauf guckt, dass die Größe, also wie gesagt, ich würde immer zum Optiker gehen und die immer, weil, naja. Okay, ihr Lieben. Wir sehen uns schon bald wieder. Ich hab euch lieb. Tschüss.